Nach einer längeren Durststrecke steht mit Battlefield 2042 der nächste Teil der populären Ego-Shooter-Reihe vom DICE in den Startlöchern. Der Early Access startet schon in Kürze und damit eine Woche vor dem regulären Launch. Damit ihr bestens auf den Release vorbereitet seid, fassen wir die wichtigsten Infos für euch gebündelt zusammen. Also, see you on the Battlefield! Der Early Access von Battlefield 2042 startet am 12. November. Eine konkrete Uhrzeit hat Electronic Arts auf der Download-Plattform Origin auch schon mitgeteilt. Die Freischaltung ist um 9 Uhr deutscher Zeit. Dass die Angabe nicht nur für die PC, sondern auch Konsolenversionen gilt, ist wahrscheinlich. Zugang auf den frühzeitigen Zugriff erhalten alle Spieler, die die teureren Gold- oder Ultimate-Editionen vorbestellen. Sobald ihr den Kauf auf PC, Xbox oder PlayStation abgeschlossen habt, könnt ihr direkt am 12. November in die Gefechte einsteigen. Besitzer der Standardversion müssen sich dagegen bis zum 19. November gedulden, um sich der Eroberung der neuen Schlachtfelder anschließen zu können. Einen frühzeitigen Zugriff erhalten übrigens auch Mitglieder von EA Play Pro. Das PC-Abo berechtigt ebenfalls zur Teilnahme ab dem 12. November. Wer das Standard-EA Play-Abo auf PC, Xbox oder PlayStation besitzt, darf Battlefield 2042 am 12. November übrigens vollumfänglich testen. Die Trial-Version umfasst sämtliche Spielmodi der Vollversion, ist aber auf eine 10-stündige Spielzeit beschränkt. Wollt ihr Battlefield 2042 also noch vor dem Kauf Probe spielen, erhaltet ihr damit eine durchaus attraktive Möglichkeit. Das EA Play-Abo kostet 3,99 € im Monat und ist jederzeit kündbar. Xbox-Spieler mit einem Game Pass Ultimate Abo erhalten EA Play inklusive und damit auch die Trial-Version zum neuen Ego-Shooter. In der ab 89 € erhältlichen Gold-Edition von Battlefield 2042 steckt neben dem frühzeitigen Zugang auch der Jahr 1 Pass. Der umfasst unter anderem 4 neue Spezialisten, 4 Battle Pässe und 3 exklusive Skin-Bundles mit epischem Seltenheitswert. In der ab 110 € erhältlichen Ultimate Edition wiederum sind neben sämtlichen Inhalten der Gold-Edition unter anderem ein digitales Artbook, der digitale Soundtrack und ein Skin-Bundle mit legendärem Seltenheitswert enthalten. Schlagt ihr vor dem Release bei einer der Versionen zu, bekommt ihr außerdem einzelne Ingame-Boni, darunter das Nahkampfmesser Baku ACB90 und den legendären Skin Irish Kampfgestählt. Cross-Gen-Bundle gibt's auf Konsole bei allen 3 Versionen, sowohl Standard, Gold und Ultimate. Kauft ihr euch das Spiel also für eine der alten Konsolen wie Xbox One oder PlayStation 4, bekommt ihr automatisch auch das Upgrade für PlayStation 5 und Xbox Series dazu. Mit den Preloads müssen wir uns gar nicht lange aufhalten. Die Vorab-Downloads sind inzwischen auf allen Plattformen live. Wer also eine der digitalen Editionen vorbestellt hat, kann die zum Spielen benötigten Dateien bequem vor dem Release auf seine Festplatte runterladen. Massig Speicherplatz nimmt Battlefield 2042 nicht ein. Die Downloadgröße liegt bei rund 50 GB auf PC und Konsolen. Auf den Last-Gen-Konsolen ist weniger Speicherplatz notwendig. Mit dem Day-One-Update und weiteren Patches sowie Inhalten dürfte sich das aber ändern. In den Systemanforderungen für PC teilt DICE mit, dass Spieler 100 GB freischaufeln sollten, um ausreichend Platz für den Ego-Shooter zu haben. Battlefield 2042 bietet zum Release 3 große Spielmodi: All-Out Warfare, Hazard Zone und Portal. Auf eine Solo-Story-Kampagne verzichtet der Ego-Shooter. Auf Wunsch könnt ihr alle Modi mit KI-Bots zocken und so nach Lust und Laune trainieren. Beachtet allerdings, dass BF 2042 stets eine Internetverbindung voraussetzt, damit ihr spielen könnt. Zur Vorbereitung hier nochmal die wichtigsten Infos zu den Spielvarianten im Schnelldurchlauf. Battlefield Portal ist das Sandbox-Tool. Es umfasst Einstellungen, individuelle Modi und einen Logik-Editor, mit dem ihr eure eigenen Battlefield-Erfahrungen zusammenbastelt. Außerdem legt ihr die Teamzusammenstellung fest, passt die Siegbedingungen an, schränkt Waffen ein und lasst sogar unterschiedliche Gruppierungen aus verschiedenen Epochen der Geschichte von Battlefield gegeneinander antreten. Soldaten aus Battlefield 1942 gegen die Spezialisten aus Battlefield 2042 kämpfen lassen? Kein Problem. Die Besonderheit: Battlefield Portal kommt nicht nur mit den Maps, Fahrzeugen, Waffen und Gadgets aus Battlefield 2042. Ein großer Bestandteil sind auch die Inhalte der BF-Klassiker: Battlefield 1942, Bad Company 2 und Battlefield 3. Ihr dürft euch auf 6 Classic-Maps freuen, die für das neue Battlefield von Grund auf neu aufgelegt wurden. Mit dabei sind unter anderem El Alamein, Arica Harbor oder die Noshar Kanäle.
Hazard Zone ist ein Modus, in dem ein aus 4 Personen bestehender Trupp auf dem Schlachtfeld verstreute Datenlaufwerke bergen und gleichzeitig rivalisierende Trupps und Besatzungstruppen ausschalten muss. Ihr sammelt Datenlaufwerke ein und bringt sie in Sicherheit, bevor ein mächtiger Sturm über das Zielgebiet hinwegfegt. Hazard Zone lässt sich auf allen 7 Karten von Battlefield 2042 spielen. Je nach gewähltem Spezialisten entscheidet ihr euch für eine entweder offensive oder defensive Spielweise. Zum Start stehen im gesamten Spiel 10 Spezialisten zur Auswahl, die jeweils einzigartige Fähigkeiten und Merkmale besitzen. Den Rest der Ausstattung könnt ihr beliebig anpassen, so auch die Bewaffnung. Während Maria Falk etwa Mobilität und Heilung gewährleistet, sichert ihr mit dem Befestigungssystem und SG-36 Wachgeschütz von Piotr Guskowski einen bestimmten Kartenbereich ab. Nach einer erfolgreichen Extraktion in Hazard Zone erhalten Teams eine Basisbelohnung und eine zusätzliche Belohnung je nach gesicherten Datenlaufwerk. Neben EP bekommt ihr außerdem Schwarzmarkt-Credits, die ihr für neue Waffen, Ausrüstung und Upgrades ausgeben könnt. Den neuen Konsolen und PC erlebt ihr die Hazard Zone mit 32 Spielern, auf PS4 und Xbox One treten maximal 24 Spieler auf kleineren Karten an. In All Out Warfare kehren die bei Fans beliebten Spielmodi Eroberung und Durchbruch zurück, auf den bisher größten Karten der Battlefield-Geschichte. Den neuen Konsolen und PC warten Schlachten mit bis zu 128 Spielern auf euch, auf Last Gen sind 64 Spielerpartien möglich. Dabei konzentriert sich das Geschehen in Eroberung nicht mehr auf individuelle Kontrollpunkte, sondern auf aus mehreren Flaggen bestehende Sektoren. Bei Durchbruch wiederum treffen mit den Angreifern und Verteidigern 2 Teams aufeinander, die kämpfen um ausgedehnte Sektoren, während die Angreifer versuchen, zum letzten Ziel vorzurücken. Dabei solltet ihr zusammenarbeiten, um taktisch geschickt einzelne Bereiche zu erobern. Neben den erwähnten 6 Map-Klassikern warten in Battlefield 2042 auch 7 komplett neue Multiplayer-Karten auf euch. Sanduhr schickt euch in die Wüste, genauer gesagt die Wüstenstadt Doha, die von gewaltigen Staub- und Sandstürmen geplagt ist, die nicht nur die ganze Metropole verdecken, sondern auch das natürliche Licht verdunkeln. Ihr kämpft um die Kontrolle eines Konvois, der in den Sanddünen in der Falle sitzt. Auf Abgelegt seid ihr an einem strategisch wichtigen Abschnitt der Westküste Indiens unterwegs, an der gewaltige Schiffe gestrandet sind und nun ausgeschlachtet werden. Ihr kämpft in den riesigen Rümpfen und seid stets auf der Hut vor gewaltigen Stürmen. Auf Frachtliste kämpft ihr um einen wichtigen amerikanischen Handelsknotenpunkt. Die Kämpfe liefert ihr euch in einem Labyrinth von Frachtcontainern. Die Gefechte auf Kaleidoskop führen euch in eine moderne Metropole Südkoreas mit Seilrutschen zwischen den riesigen Wolkenkratzern. Ihr kämpft um das legendäre Datenzentrum der Stadt. Die Map Orbital kennt ihr bereits aus der Beta. Im Umfeld eines unmittelbar bevorstehenden Raketenstarts liefert ihr euch erbitterte Kämpfe, nicht nur gegen gegnerische Soldaten. Auch plötzlich auftretende Stürme stellen eine Gefahr dar. Die dynamische Karte Umbruch führt euch zu einem gefrorenen Gebiet, das von der Ölförderung lebt. Die Treibstofftanks und Silos sind zerstörbar und machen euren Widersachern ordentlich Feuer unterm Hintern. Auf Neuanfang ist eine Mauer im Mittelpunkt, die eine staubige Landschaft mit denen von Menschen geschaffenen landwirtschaftlichen Arealen trennt. Und das waren alle Infos, die ihr haben müsst zum Start von Battlefield 2042. Seid ihr zum Early Access am 12. November mit dabei oder wartet ihr noch bis zum 19. November? Schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare. Lasst uns auch ein Like und ein Abo da und für alle Infos zu Battlefield 2042 und euren Lieblingsspielen, checkt pcgames.de.